Guten Tag, mein Name ist Matthias Bussmann. Ich bin Kunstvermittler und Mitglied des Vereins der Freunde des Museums. In diesem Rahmen möchte ich Ihnen heute ein Bild präsentieren des belgischen Künstlers James Ensor. James Ensor wurde 1860 in Ostende in Belgien geboren und verstarb 1949 im Alter von 89 Jahren dort. Bereits früh zeichnet sich bei ihm eine morbide Kreativität ab. Im Alter von 14 Jahren lässt er sich pfeiferauchend auf einem Hausdach in Ostende fotografieren. Später besucht er in Ostende die Zeichenschule, um dann zur Akademie nach Brüssel zu wechseln. Den Besuch der Akademie bricht er nach 3 Jahren ab, da er mit dem Akademischen nicht einverstanden ist. Er nennt die Akademie der Verein der Kurzsichtigen. Ensor ist seitdem also Autodidakt. In seinem Frühwerk zeichnet er sich durch Bilder des bürgerlichen Establishments aus und malt viele Strandansichten. 1883 kommt ein Durchbruch. Er malt das Bild Die drei Säufer. Dort rechnet er mit dem schwer alkoholkranken Vater ab. Zunehmend halten Masken, Skelette und Harlekine Einzug in sein Œuvre. Ensor beginnt mit etwas, was ihn später auszeichnen und zu seinem Markenzeichen wird. Er vermittelt ein vermeintlich gewohntes Bild von einer Umgebung, die wir kennen, bittet uns ein, heranzutreten und verblüfft uns dann im letzten Moment. Er lässt uns das Vertraute neu sehen und erschrecken. Bei diesem Bild in unserem Haus, ein Skelett, Chinasorien betrachtend, spielt er genau damit. Wir sehen durch einen Türrahmen in einen Raum hinein, der geschmückt ist mit ostasiatischen Kunstwerken. In der Mitte, zentriert, in einem Lehnstuhl sitzend, sehen wir jemanden, der ein Leporello betrachtet und sich diese Art der Kunst genau anguckt. Auf den zweiten Blick erkennen wir, dass es sich um ein Skelett handelt. Das vertraute Sehen, ein bürgerliches Ambiente, mit der Mode dieser Zeit, nämlich der ostasiatischen Kunst, die sich dieser Zeit großer Beliebtheit erfreut, lässt uns herantreten. Auch das Farbenfrohe des Raumes, der Raum ist Licht, lässt uns vertraut herantreten. Aber im letzten Moment verwirrt er uns. Das vertraute Sehen zerbricht. Er deutet uns das schon ein bisschen an. Neben dem Eingang, an der Schwelle, über die wir treten müssen, um in den Raum zu kommen, grinst uns ein Schädel entgegen, in der seine Signatur steht, Ensor 1885. Ensor wird durch diese Kunst bekannt. Masken, Skelette, Harlekine bevölkern seine Bilder aus dieser frühen Phase. Warum? Seine Eltern betreiben in Ostende, man würde heute sagen, einen Kuriositätenladen, Souvenirs, Geschenkartikel. Und dort sind Masken allgegenwärtig, weil auch der Karneval in Ostende eine große Rolle spielt. Er ist also seit frühester Kindheit mit diesen Gegenständen betraut. Und auch werden in diesem Laden Billigartikel aus China und Japan, Drucke von Holzschnitten verkauft. Ensor kennt also all diese Dinge, die ihn begleiten. Zusätzlich kommt, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der der sogenannte Kulturpessimismus einsetzt. Es entsteht eine neue Kunstform, der Symbolismus. Der Symbolismus zeichnet sich dadurch aus, dass er durchaus eine dunkle Seite hat und das Dunkle sieht. Die Psychoanalyse entsteht, die beschäftigt die Menschen. Träume, das Unbewusste, das zweite Ich, das Hintergründige, all das sind Dinge, die diese Zeit begleiten. Das nimmt Ensor in seinem Werk auch auf, aber eher immer mit einer lichten, einer nicht zerstörenden Seite, sondern eher nur mit einer Seite, die den Betrachter, das vertraute Sehen, in Frage stellen lassen soll. Ensor selber würde sich niemals als Symbolist betrachten. Er lehnte das ab, eher als Fauvist, als Luminist, aber niemals als Symbolist. Wenn wir ihn auch heute gerne dieser Kunstrichtung zuordnen, so ist es stilistisch bei ihm so, dass wir ihn überhaupt nicht einordnen können.
Er hat etwas von Impressionismus, etwas von Expressionismus. Er lässt sich da nicht packen. Beeinflusst hat ihn William Turner sehr stark, wie man an den pastösen Farben und der Farbauswahl sehen kann. In seinem Spätwerk, was früh anfängt, im Alter von 40 Jahren, entfernt sich Ensor von dieser Doppeldeutigkeit. Die Masken werden freundlicher. Das Genre der Stillleben nimmt zu und er wird zunehmend bürgerlicher. Das Bürgerliche, was er in seinen frühen Bildern ablehnt und ablegt, eignet er sich später zu. Albert von Belgien wird ihn sogar zum Baron ernennen und er wird 1933 Mitglied der Ehrenlegion, also sehr bürgerlich und etabliert. Ostende wird Ensor niemals wirklich verlassen. Das hat zwei Gründe. Zum einen muss er die Geschäfte weiterführen, er führt den Laden seiner Eltern weiter und er muss sich tatsächlich um seine Mutter, seine Tante, seine geschiedene Schwester und deren Tochter kümmern. Er erwirbt ein Haus in Ostende, in der alle leben werden. Und dieses Haus ist heute das James Ensor Museum in Ostende, das im Original Mobiliar nachempfindet und Kopien seiner wichtigsten Werke erhält. Ein sehenswertes Haus. Zusätzlich, und damit möchte ich gerne enden, im März, wenn alles möglich ist, in der Kunsthalle Mannheim eine große Ensor-Ausstellung. Matthias Bussmann für den Verein der Freunde.